Und jetzt ist auch Sunday Dream in Position, alle Startklar für das zweite Rennen. Und das Rennen ist auf der Reise. Am schnellsten auf den Beinen war an der Außenseite Irish Dickens, der übernimmt das Kommando gemeinsam mit Scapina. Sofort ist dann aber auch ganz außen Lady Magic mit in vorderster Linie, genauso wie Bernsteinkette. Scapina an der Innenseite übernimmt das Kommando mit Bernsteinkette. Dahinter Lady Magic, ganz an der Innenseite galoppiert Irish Dickens dicht auf. Das ist die vordere Gruppe und so geht es bereits in den Schlussbogen hinein. Scapina, die Favoritin, ist vorne vor Bernsteinkette, ganz an der Innenseite Irish Dickens. Dann Lady Magic von Megera, außen verbessert sich A Sunday Dream. Dahinter dann Naraya vor Denzi am Schluss des Feldes aus der Cliff. Am Scheitelpunkt des Schlussbogens geht es vorbei und die Favoritin Scapina diktiert das Geschehen. Führt mit einer Länge dahinter Bernsteinkette, Irish Dickens dicht auf, ebenso wie Lady Magic. Dann folgt Megera vor Naraya. Es geht in die Zielgerade hinein, noch 550 Meter. Scapina mit dem Kommando. Scapina führt vor Bernsteinkette, vor Lady Magic. Irish Dickens ganz an der Außenseite ist A Sunday Dream auf dem Vormarsch. Scapina aber vorne. Scapina weiterhin vor Bernsteinkette und Irish Dickens. Scapina an den Rails vorne und Scapina löst sich vorne. Scapina, jetzt kommt Lady Magic in die Partie, aber vorne alles klar für Scapina, noch 200 Meter, die ist deutlich voraus, da passiert nichts mehr. Scapina ist hier überlegene Siegerin und dahinter Kampf um die Plätze, da kommt jetzt Megera auf den zweiten Platz, aber vorne alles klar für Scapina, eine imponierende Siegerin, dahinter war es dann Megera und auf dem dritten Platz. Da muss der Zielfahrtrichter entscheiden zwischen Bernsteinkette und Lady Magic, die noch sehr schnell wird. Und da muss die schnell schauen, fast reiterlos geworden ist nach dem Ziel. Aber Martin Seidel konnte sich gerade noch im Sattel halten. Also Scapina, eine überlegene Siegerin. Und der vorläufige Richterspruch im zweiten Rennpreis der Bayerischen Spielbanken. Gewonnen hat die Nummer 9 Scapina.